Hi, ich begrüße dich. Ja, mein Name ist Heinz-Peter. Herzlich willkommen zu meinem Jahresabschluss. Ja, das Jahr 1923 neigt sich zum Ende zu. Knapp eine Woche ist es noch her, dann ist 23 Geschichte. Ich freue mich schon riesig auf 24, was alles noch kommen wird. Heute möchte ich dir ein bisschen näher bringen, mein Herzensprojekt. Du weißt ja, ich bin bei Blackford gestartet, habe im Juli Anfang Juli, also ein gutes halbes Jahr, bin ich jetzt hier dabei und hier möchte ich anhand meines kleinen Berichts hier anschließend ein bisschen zeigen, was sich alles getan hat in diesem Halbjahr und was noch alles kommen wird. Fangen wir mal an, 2009. Ja, du hast richtig gehört, 2009 hat ja die Kryptowelt das Licht der Welt entdeckt. Ja, und dort ist der erste namens Bitcoin gestartet worden. Das sagt dir sicher was. Bitcoin kennt ja fast schon jeder. Dann fragst du dich immer, wann wär so cool, wenn ich da dabei gewesen wäre. Am Anfang hieß es ja, Bitcoin bekam man dazu mal 2009 um 0,7 Cent, hat er gestartet. Ja. Und du weißt ja, heute, wie ich das anschreibe, 39.000, also fast 40.000 Euro wert. Also wenn man da dabei gewesen wäre, wäre es doch cool. Aber hinten nach ist immer gescheiter, man weiß ja nie, was kommen wird. Und so eine Chance würdest du jetzt sicher nicht mehr, wenn sie nochmal kommen könnte, nicht mal weglassen. Und diese Chance biete ich dir jetzt anhand Blackford. Hier kannst du dich an einer Blockchain beteiligen, wo das auch wirklich funktioniert. Weil dazu mal haben Bitcoin und Co., Ethereum später dazu gekommen, alle großen Blockchains haben die nie so richtig an einer Blockchain beteiligen lassen. Weil da hat es auch schon Nodes gegeben, wo die Gebühren dann auch verdient wurden. Ne? Das heißt, bei Transaktionen von A nach B oder B nach C oder wo immer, fallen Gebühren an. Das gleiche wie auf einem Bankkonto, da fallen auch Gebühren an. Das funktioniert in der Kryptowelt nicht anders. Ja? Da wird Geld verdient. Und die ganz Großen haben sich diesen Kuchen nicht nehmen lassen. Da wurde das Riesengeld verdient. Da ist ein riesen Billionenmarkt hier entstanden, wo es natürlich ganz klein, jetzt immer noch ganz klein, wir sind immer noch am Anfang. Und diese nächste Zeit wird sich zeigen, was hier alles weiterkommen wird, weil das Finanzsystem, wie du es jetzt kennst, wird sicher nicht mehr so funktionieren, das wird sicher eine Änderung geben. Und wer bietet sich besser an, wie die Blockchain-Technologie, das dann das neue Finanzsystem aufzustellen. Aber jetzt möchte ich bei Blackford bleiben. Hier kann man sich an den Nodes beteiligen. Das heißt, es hat schon welche Anbieter gegeben, wo man Nodes kaufen konnte, aber die haben dann begonnen mit ab 10 Mille. Also wer hat schon 10 Mille im Konto? Es sind ganz wenige, die das gehabt haben und das Risiko sehr groß. Funktioniert es wirklich, funktioniert es nicht? Sind 10 Mille weg. Und Blackford hat sich jetzt gedacht, das heißt gestartet 2018, haben sie Blackford entwickelt und ich bin jetzt seit Juli dabei. Hier kann man sich eine Blockchain mit einem kleinen Betrag sage und schreibe ab 100, jetzt momentan sogar 85 Euro, sich beteiligen und lebenslang an diesen Gebühren beteiligen. Natürlich auch in anderen gewissen Projekten, wo Blackford dann auch aufstellt und weiterentwickelt, der sehr viel Freude damit haben, wo es dann kommen werden. Auch ist natürlich diese Produktion, man kauft die Blockchain, also diese Node produziert ihr BNXCoin. Das heißt, jetzt momentan ist ja noch dieser Token. Er produziert dir alle 5 Sekunden Tokens. Da möchte ich dir jetzt näher bringen, wie das alles auch funktioniert und dir ein bisschen mein Backoffice zeigen, was sich bei mir das letzte halbe Jahr alles getan hat. Dann lass mich mal starten. Alles klar? Ja, ich hoffe, du siehst mein Dashboard. Ich habe mich eingeloggt, mein Dashboard bei Blackford. Hier ist die Hauptseite. Hier sieht man eigentlich fast alles schon im Überblick. Das heißt, hier gibt es ja auch diesen Airdrop. Es gibt auch schon das Blackford Wallet fürs Handy, fürs iPhone und fürs Android-Handy funktioniert schon richtig tadellos. Man kann schon handeln und einige Sachen durchführen. Das Claimen funktioniert am Ende noch nicht, aber sollte nicht allzu weit sein, zu das starten. Ich habe die Position weltweit 728 Position. Genau hier sieht man, was das noch alles kommt. Die Tokenisierung sind auch unterwegs. Hier sieht man, wo dann der Token gelistet wird. Das Datum steht auch schon fest. Das ist der 11. März 2024, also noch 76 Tage bis dorthin. Also nicht mal allzu lange, oh sorry, 77 Tage, eine Stunde, 50 Minuten ist noch unterwegs. Und hier sieht man, wo es gelistet wird.
zwei Exchanges in der Top 20, eine in der Top 10 und eine in der Top 5. Auf CoinMarketCap ist der Coins auch schon gelistet. Das kann ich dir zeigen. Sehr, sehr gerne nochmal starten wir. Ich habe hier CoinMarketCap.com geöffnet. Hier sieht man auch noch, was der Bitcoin momentan heute wert ist. Also ist er heute schon wieder ein bisschen gestiegen. Also ist moderat oder seitlich ein bisschen unterwegs. Genau, aber der richtige Bärenmarkt. Momentan sind wir bei 39.600. Also sozusagen, wenn ich da gestartet mit dem 100er, kannst du selber hochrennen, was du heutzutage haben wirst. Und der Hype-Preis war ja schon mal bei 60.000, ja? Hat er schon gehabt, und viele munkeln, dass er noch hochgeht. Aber es ist rein spekulativ. Hier verdient man wirklich nur mit Glück, dass man günstig einsteigt und hochpreisig dann verkaufen kann. Wenn man hochpreisig einsteigt und der fällt, das Risiko ist sehr groß. Also dieses Trading ist sehr, mit sehr großem Risiko behaftet, wo es andere dann für die ist. Jetzt gebe ich hier noch ein, ich habe dir gesagt, in Blackford ist auch noch hier gelistet. Ich gehe da jetzt live rein. Blackford, sieht man hier, kommt es. Ist bei CoinMarketCap schon gelistet. Das heißt, hier wird beschrieben, was Blackford Exchanges überhaupt ist. Also schon sehr positiv. Also Blackford ist in großen Handelsbörsen schon in aller Munde, und wird hier schon, zwar in Englisch, aber das kann ich mir in Deutsch übersetzen. Das heißt, wenn ich hier Übersetzung übersetze, dann kann ich das mir schon ansehen und wird schon kräftig darüber gesprochen, was das alles kommen wird, was Blackford alles kann. Also sehr positive Sachen. Dasselbe gibt es auf der größeren Plattform, BNC. Hier siehst du auch, bin da jetzt live drin, aktualisiere das noch einmal. Schauen wir mal rein, ob es gibt's in dem Vorführeffekt, dass es jetzt weg ist. Nein, ist auch hier. Hier kann ich auch in Deutsch umstellen. Kann ich mir das auch durchlesen, was BNC über Blackford schreibt. Siehst du, das kann ich alles schön durchlesen. Also nur positive Sachen, die freuen sich auch schon riesig, mit Blackford zusammenarbeiten zu wollen. Aber das werden wir dann am 11. März dann sehen. Genau. Dann gehe ich nochmal zurück auf die Seite. Hier sieht man dann noch etwas. Hier habe ich sich schon meinen Rang, ich habe den Rang Saphir jetzt schon erreicht, ja, habe insgesamt knapp bis 27.000 Euro umgesetzt, habe 15 Partner direkt, 34 als indirekte Partner, insgesamt 49 Partner aufgebaut in diesem halben Jahr, war schon ein bisschen beachtlich. Und hier sieht man auch, was ich zum nächsten Rang benötige. Hier sieht man auch die Roadmap, was alles schon gemacht wird. Also die ganzen Punkte sind schon abgehakt. Hier kommt das OTP4 in der Wallet noch rein. Wenn das dann abgeschlossen ist, es sollte nicht mehr allzu lange gehen, wird das auch abgeschlossen und dann kann man dann alles wirklich mit diesem App auch verwenden. Momentan claimen wir auf MetaMask, das zeige ich dir am Schluss noch. Hier gibt es auch noch die Karte. Es gibt auch schon eine Debitkarte, eine Spezialauflage von 1000 Stück, die Metallcard. Die andere kommt dann noch für allgemeinen Gebrauch. Gibt es auch eine Karte und die ist auch eine Bank. Konto geknüpft, das wird richtig hammermäßig, brauchst du überhaupt niemanden mehr, keine externen Firmen, wo man das alles abwickeln kann, wo man dann handeln kann, auch das Geld in Euro wechseln, in andere Währungen und direkt dann Automat dann rauszulassen, kein Thema mehr. Hier sieht man auch noch die Real-Asset-Tokenisierung, ist noch nicht ganz abgeschlossen, E-Money, das was ich jetzt erklärt habe, es kommt noch, dann Tokenizing, KFZ, hier ist auch schon die DEX-Anbindung, die Bridge und die DeFi-Anbindung. Das freut mich ganz riesig, dass diese letzten drei ja auch schon genannt werden und dann noch auch implementiert wird. Das wird dann alles vor dem Listing dann alles kommen. Genau. Dann hier sieht man noch, hier habe ich dann die Assets. Hier sehe ich, wie viel Provision ich schon erhalten habe, was ich mir schon ausbezahlt habe, was ich insgesamt verdient habe mit meinem Team. Die kommen in Form
von, wenn Sie Notes dann kaufen in Form diesen, in diesem Coin dann die Provision rein, wo ich hier jetzt schon wieder 41 Euro verdient, das ist ganz kurze Zeit. Hier habe ich die Möglichkeit, es mir auszuzahlen lassen, oder auch Asset raufzuladen. Das brauche ich ja nicht mehr. Wir bekommen ja laufend Provisionen und ich kann mir auch Gutscheine erstellen, damit ich hier auch über die Assets Notes kaufen kann, oder? Genau. Hier sieht man, habe ich schon teilweise Ausbezahlung gemacht. Es funktioniert alles. Die letzte war jetzt ganz vor kurzem, 22, da habe ich mir sicherheitshalber mal 90 noch ausbezahlt, ob es noch funktioniert, funktioniert tadellos. Hier habe ich, sieht man noch, was ich auch hochgeladen, man kann über Buy and Sales mit Kreditkarte kaufen, SEPA-Überweisung, funktioniert alles richtig cool. Genau, man braucht keine KYC, also keine Verifizierung machen, das funktioniert alles über diesen Wegsanbieter Transakt. Funktioniert alles richtig cool. Genau, hier habe ich Gutscheine auch für einige verwendet. Hier sieht man, was ich hochgeladen habe und. Wie gesagt, hier kann man denn die kaufen, hier kann man auch noch NFTs kaufen und dann gibt es keine zum Kaufen. Das ist noch eine letzte Tranche in Planung. Genau, hier sieht man Mediatheke, hier kann ich auf die Metallkarte wechseln. Hier sehe ich die Übersicht und hier sehe ich die Empfehlungen. Hier sehe ich genau, wie mein Team ist, oder? Hier sehe ich komplett meinen Namen. Ich habe 15 Rechte, 4. Ich mache jetzt das nicht auf, weil ich möchte den Namen nicht zeigen. Aus Datenschutzgründen möchte ich keine Namen bekannt geben, wo mein Team sind. Man sieht es, wie mein Einsatz bei 740 Euro. Da habe ich auch ein paar Sachen gekauft, wo in Aktion waren. Und hier sieht man meinen aktuellen Rang. Ich bin jetzt da bei Saphir. Brauche ich 500 Eigenumsatz, habe ich ja mit 47 Wok locker erreicht, 15.000 Umsatz im Team, bin ja auch schon drüber, dass ich diesen Rahmen kombiniere, werde mir die fünfte und die sechste Level werden wir hier in dieser Position freigeschaltet. Hier brauche ich dann auch eine 60-40% Regelung und brauche 4 direktes Abgebot erreicht. Für den letzten brauche ich noch knappe 23.000 Euro Umsatz, dann bekomme ich auch natürlich einen super geilen Bonus drauf. 1.000 USD-Dollar, das entspricht ungefähr 980 Euro, wenn er natürlich im Wert dann bleibt. Oder? Aber USD-Dollar ist im 1 zu 1 zu setzen, also mit dem USD-Dollar gleichzusetzen. Und USD-Dollar zu Euro ist eigentlich fast gleich im Handel. Ne? Genau, hier gibt's verschiedene Positionen, möchte ich jetzt gleich weiter eingeben. Da gibt es ja auch die Schulungen, die Webinare, wo man hier sieht, hier kann man Webinare teilnehmen. Ist alles strukturiert hier aufgebaut. Hier habe ich noch Markenmaterial. Hier habe ich meine Gutscheine drin, meine Gutscheine erzeugt habe. Genau. Und hier kommen wir jetzt zum Herzstück, zu den Notes. Hier kann ich den Notes kaufen, wenn ich hier draufklicke. Momentan sind alle 8, es gibt 8 verschiedene Notes in der Gewichtung. Der kleinste fängt mit 100 an. Jetzt momentan kriegt man den 15% billiger, 85 Euro. Dann gibt es einen 200er, dann kriegt man mal 170. Also 15% auf alles. Ja, hier gibt es einen 1000er Druckerei. Der Druck hier, der kostet, der ist dann bei was haben wir da? Bei 2000, der Kronberg 5000, der Marlborg bis bei 10.000 und der Zillian ist bei 550.000, sorry, bei 25.000, bei 50.000 und der Landskron, hier hat man es verwechselt, das wäre umgetauscht, ist bei 20.000, kostet jetzt 17.000. Ja. Genau, gesamt kann man maximal 100.000 Euro investieren, also man hat nur die Möglichkeit mit 100.000 sich zu beteiligen. Das ist drum so gewählt worden, dass es keine großen Spekulanten in dem System geben kann. Das heißt, dass wenn jetzt jemand kaufen würde um 10 Millionen, bis meiste dann tun, und wenn jetzt etwas Neues kommt, wo sehr groß angepriesen wird, dann kaufen sie sich ganz günstig ein, im Ausrufepreis, bei der Token. Momentan ist jetzt der Token, der ist bei 0,02 Cent wert, ja, kann sich um 10 Millionen einkaufen. Ja. Dann, wenn er die Liste gelistet wird, wird das hier im Wert steigen. Wenn es stellt dir mal vor, der geht auf 10 Cent, ihm genügt das, er hat das fünffach verdient, er hat 15 Millionen Coins drauf, verkauft die, wirft die am Markt und der ganze
Marktpreis bricht zusammen und befängt wieder komplett bei Null an. Ne? Das wollen wir nicht. Und 100.000 ist die Gewichtung natürlich allzu groß. Es gibt ja insgesamt nur 304.000 Nodes. Insgesamt zeigt ihr dann in der Präsentation ja, ein paar Sachen, wie man hier starten kann und was man dafür tun muss. Zeige ich dir am Schluss eine kleine Präsentation. Aber wir machen das hier fertig. Genau. Hier sieht man das. Genau. Hier kann ich dir zeigen, wie die Nodes funktionieren. Das heißt, hier kann ich die kaufen über Gutscheine oder direkt über Kryptos kann ich die mir kaufen. Es gibt verschiedene Kryptowährungen, die hier implementiert sind. Bitcoin, Ethereum, Ripple Coin, der BNC Coin, USDT-Dollar, TRX, Litecoin, Bitcoin Cash und so weiter. Verschiedene USDT-Dollar in allen Varianten, in allen verschiedenen Netzwerken kann man hier diese Nodes erwerben. Und wenn man sie gekauft hat, bekommen sie, dann kommt sie in die MyNodes-Verwaltung. Hier siehst du meine Nodes. Ich habe deren Stück schon 8. Wir haben noch ein zweites Konto mit 2 anderen Nodes. Und hier sieht man schon, was ich hier an BNX schon verdient habe. Ich zeige dir jetzt live. Glaube ich, das, Moment, das ist der älteste, der da ist der älteste. Hier habe ich mit diesem kleinen Evernote, mit diesen 100-Euro-Notes, habe ich mir 86 Euro schon verdient, wenn man natürlich mit diesen 0,2 Cent rechnet. Insgesamt 4.300 BNX hat mir der schon gebracht. Das ist das, ändert sich wirklich alle 5 Sekunden irgendwas. Hier kann ich das verbinden. Das heißt, ich kann von dieser Plattform auf mein MetaMask Wallet connecten, dann öffne ich das, ich mache jetzt das live drinnen, dass du siehst, dass das auch funktioniert. Jetzt öffnet sich mein MetaMask, muss ich noch mein Konto wechseln. Ich habe da zwei Kontos von meiner Frau und von mir. Genau. Dann wechsle ich das, jetzt verbindet sich das mit MetaMask, ja, dann kann ich die anstehenden, wo es jetzt inzwischen seit vom letzten Mal, wo ich geclaimt habe, rüberclaimen. Das heißt, ich schiebe jetzt die von der Blockchain auf mein MetaMask Wallet. Insgesamt sind es jetzt 426 BNX-Token im Wert von 8,53 Euro. Also wie gesagt, mit diesen 0,02 Cent gewertet, ja, dann kann ich die hier rüberclaimen. Dann gehe ich hier auf Claim, dann öffnet sich mein MetaMask-Konto. Dann kann ich die hier bestätigen. Das heißt, ich bestätige das, diese Transaktion, dass die rüberkommen. Ich sehe nochmal meine Adresse, schiebe die rüber, dann lade sich das wieder. Dauert keine 15 Sekunden, dann sind sie schon drinnen. Dann kann ich vergleichen. Ich habe insgesamt 18 bis 19.225 BNX auf meinem Konto. Dann öffne ich, schaue ich das an, nach, ob das auch stimmt. Genau, dann wechsle ich noch auf mein Konto rüber. Siehst du, 18.000. Da sind jetzt 139 weniger, weil ich habe mir mal versucht, erlaubt, ich von hier von MetaMask auf das neue Wallet ein paar BNX senden, funktioniert tadellos. Ich habe diese 139 hier rüber gesendet. Müsste dann hier in Aktivitäten, also ich glaube, man müsste jetzt komplett runterscrollen, das raus, ohne schon länger her, das dir zeigen. Ja. Genau, hier sehe ich dann meine NFTs, alle 8 Stück, wo in diesem Konto drinnen sind. Hier sehe ich noch BNX-Coins. Hier sieht man, was ich schon alles gemacht habe, 18.000. Hier bekommt man auch diese Vault-Tokens. Vault-Tokens wird dann in der Zukunft eine sehr große Rolle spielen. Das heißt, die ganzen Wahlen, Präsidentenwahlen, also Landeswahlen, Bundeswahlen, alle Wahlen, wo es dann gibt, Gemeindewahlen und sowas, wird dann sicher alles in Zukunft über Blockchains abgelöst. Und dann bekommt man einen Vote-Token, die kann man dann über diese Vote-Token erwerben und die können wir dann anbieten und dann verkaufen. Ja. Nachfrage regelt den Preis. Ja. Je größer die Nachfrage ist, oder, desto mehr wert wird das. Genau verhält sich dieses BNX-Coin. Genau. Und dazu zeige ich dir noch mehr in dieser Präsentation. Genau, das wäre das zu sagen. Ja. Genau. Ja. Dann gehen wir wieder zurück, schließe ich das. Wichtig ist, wenn ich fertig bin, muss ich immer wieder
mich trennen von dem Ganzen, dass es nicht offen bleibt, weil das Gleiche wäre, wenn ich mit der offenen Geldbörse durch die Stadt, durch die Fußgängerzone laufe und jeden eingreifen lasse. So fu funktioniert das auch am Computer, wenn man das offen lässt, gehst alle Türen offen und dass der Zugriff erleichtert wird. Darum muss ich mich immer abmelden, dass es wirklich wieder draußen ist. Genau. Ja, hier sieht man dann die Tokenisierung, das kann man dann, wird dann auch demnächst erstellt, dass man das auch machen kann, die Herabstimmung, Airdrops, und hier kann man verschiedene Einstellungen noch am Ding, am Dashboard einstellen, was man noch möchte. Genau. Dann habe ich hier, bin ich hier fertig, dann starte ich hier noch die kleine Präsentation, dauert circa 15 Minuten, mastig oder kurz, weil ich schon sehr viel erzählt habe, aber dass du siehst, ja, hier kommen wir zur kleinen Präsentation. Blackford Smart Chain Technologie. Unsere Expertise, deine Chance. Heute eine Blockchain-Projekt beteiligt zu sein, ist genauso vielversprechend wie vor 25 Jahren, wie Anfänger des Internets bei Web2 gewesen sein. Wie am Anfang erzählt habe, bei der Bitcoin-Chance, wo wir verpasst haben, du sicher jetzt nicht mehr weglassen möchtest, genau. Hier noch der kleine Disclaimer, also ich bin keine, diese Aussagen und die Angaben dieser Präsentation gelten als reine Information und Weiterbildung. Es handelt sich dabei um keine finanzielle, kommerziellen, investitionsbezogenen, rechtlichen oder sonstigen Angebote oder Offerte. Kann schon ein bisschen stoppen und das selber durchlesen. Also ich bin kein Finanzberater oder dementsprechend kein Experte von dem Ganzen. Ich erkläre dir nur kurz, wie das Ganze funktioniert. Blockchain-Grundverständnis. Also es gibt, man unterscheidet in der Blockchain eine konkrete zentrale Geldpolitik und eine dezentrale Geldpolitik. Zentrale Geldpolitik, zu viel Macht in den Händen einiger weniger. Konkrete Nachteile, mangelhafte Flexibilität, fehlende Kontrolle, Beeinflussung, Geld. Wertstabilität, politischen Einfluss, anfällig für Manipulationen. Also du kannst dir das vorstellen, wie die Banken momentan arbeiten, natürlich zentral. Dann gibt es die dezentrale Geldpolitik, die Kontrolle übernimmt der Algorithmus. Bitcoin-Siegeszug, das habe ich am Anfang erzählt, nicht sanktionierbar, nicht manipulierbar, nicht zu stoppen. Also der wird fortlaufend weitergeführt. Genau. Hier habe ich dir auch schon erzählt, 2009 begann Bitcoin, der arbeitet mit Proof of Stake, also hohe Sicherheit, massiver Energieverbrauch. Heutzutage braucht die Blockchain zum einen Bitcoin generieren fast so viel Strom, wie ganz Österreich in 2 Jahren verbraucht, der Haushaltsstrom. Also sehr viel, also sehr teuer, fast unerschwinglich. Die werden nur noch in Kraftwerken produziert, weil das meiste schon produziert wurde und darum geht es jetzt ganz langsam. Ja? Und der arbeitet mit Proof of Work. Ja? Genau. Der Unterschied zeige ich dir am Schluss, was es ist. Dann 2015 kam Ethereum, die haben den Proof of Stake, also weniger Sicherheit, geringer Energieverbrauch. Also Energieverbrauch hat sich hier massiv nach unten verändert und die Transaktionen sind auch schneller geworden. Und man hat natürlich auch Smart Kontrakte und verschiedene andere Dinge machen können gegenüber dem Bitcoin. Bitcoin hat nur ein Bezahlcoin und Ethereum hat sehr verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und andere Coins haben sich auch unter Ethereum-Blockchain platziert. Dann 2023 kam Blackford ins Spiel. Die arbeiten mit der Proof of Stake of Utility. Hohe Sicherheit, geringes Energieverbrauch. Hier der Unterschied. Blackford vermag in der Sekunde 100.000 Transaktionen zu leisten. Zum Beispiel Bitcoin mag der nur 9. Und Ethereum ist natürlich dazwischen. Ja. Das heißt, also hier hat sich sehr viel getan. Wie im Internet. Ja. 1991, wo das Internet entstanden ist, hat man nur ein bisschen was Werbe
Plattformen, also Webseiten ansehen können, ein bisschen hinherkommunizieren, das war's, oder? Wo dann richtig losgegangen ist, wo Facebook 2001, wo Facebook und die ganzen Social Media gestartet sind, dann hat man schon viel austauschen können, man hat auch sehr viel untereinander kommuniziert und sehr vieles Neues hierzu kommt. So entwickelt sich natürlich auch der Kryptomarkt, staunend kommen und gehen. Genau. Dann natürlich diese Blockchain, diese Zukunfts-Blockchain, die Smart Chain, Best-Technologie, wo man dann so nennt, ist natürlich sehr skalierbar. Also wie gesagt, in der Sekunde 100.000 Transaktionen, schnell, günstig, alle 5 Sekunden gibt es eine Blockzeit, also fast unmöglich hackbar. Also in 5 Sekunden seinen Blockchain zu hacken, ist fast unmöglich und wirklich, da sieht man, dass da alles funktioniert. Blackford ist auch Top Audit in der Zertifizierungsüberprüfbericht erwähnt worden, also ist geprüft worden, eine der Reihe wenigen. Es gibt nur deren 8 bis 10 Blockchains, wo diese Audit-Zertifizierungsprüfung bestanden haben. Blackford ist eine davon. Dann natürlich viertens die Blockchain-Launch im Januar 2023, da haben wir es schon hinter uns. Dann es gibt auch einen Block Explorer, den kann ich dir am Schluss noch zeigen. Da sieht man ganz genau, was abgegangen ist, wie es funktioniert. Und natürlich das sechste, die Exchange-Listing, das, wo ich dir gesagt habe, dass es am 11. März dann der Tag, wo es dann von Tokens zum Coins geht, wo dann gelistet wird aus diesen 5 verschiedenen Plattformen, wo ich dir am Anfang ja gezeigt habe, auch gemacht werden. Gehen wir jetzt in das dezentrale Web, Internet neu gedacht, also wie gesagt, 91 bis 2003. Habe ich dir schon erklärt, da wurde ein bisschen Webseiten geschaut, dann kamen die Sozialmedien dazu 2004, 2020 und ab 2021 nennt man das schon Web3 und da gehört die Blockchain natürlich auch dazu. Also die Marktführerschaft im Bereich der dezentralisierten Revolution. Genau. Wir bauen die Welt von morgen, heute, Block. Blackford Web3 Ökosystem, also das dezentrale Web-Internet für neu gedacht. Wie gesagt, die Blockchain-Events Timeline 2009 ist der Bitcoin entstanden, Proof of Work, hohe Sicherheit, dann 2015 Ethereum, also mit weniger Sicherheit, aber mit geringerem Energieverbrauch und jetzt natürlich der BNX Coin Layer 1 Token. Hier hat es, was das alles kommt, natürlich wer produziert diesen BNX. Das heißt, Proof of Stake of Authority habe ich schon erzählt. Es ist schon ganz funktionell in der dezentralen Exchange. Man hat eine eigene Seed Phrase zur Verfügung. Dann natürlich auch die Tokenisierung von Assets. Hier werden dann verschiedene Sachen, Wertgegenstände wie Immobilien, Kunst und alles gehandelt, wo man dann diese Tokenisierung vornehmen kann auf dieser Plattform. Blackford Wallet App ist auch schon offiziell runterladbar, ist schon fast in der Vollendung, fehlt nicht mehr viel. Dann gibt es auch noch die Dapps auf BNX 20 Basis, genau, was alles noch kommt. BNX Layer 1 Token, Business Payment Solution, das heißt, diese Bezahlsystem, elektronische Money Institut, also so ähnlich wie ein Bankkonto wird geführt, die Kryptocard wird kommen und verschiedene andere Software und weitere Projekte natürlich in Planung. Der Treibstoff für das gesamte Ökosystem ist dieser BXN Coin. Also jetzt momentan ist ja noch der Token. Coins wird er dann am 11. März. Wer produziert den ganzen BNX-Token? Natürlich BNX-Produkte starten limitierte knappes Zeitfenster, direkte Beteiligung an der Blockford Smart Chain, keine teuren Maschinen, also brauchst keine komplizierte Software und kein Wissen dazu, keine Millioneninvestitionen, kein unternehmerisches Risiko. Also sehr gering gehalten, das Ganze überschaubar und für jeden machbar. Genau. BNX-Produktion startet limitiertes knappes Zeitfenster. Hier sind nochmal die 4 wichtigen Sachen aufgelistet. Das heißt, ich verdiene Geld mit Staking, also
die 10-jährige Blockchain-Belohnung, dann verdiene ich an den Fee-Shares, lebenslange Fee-Beteiligung, also die Gebühren verdiene ich lebenlang. Solange ich dabei bin, verdiene ich diese Gebühren. Dann habe ich auch natürlich Aussicht auf die Kursentwicklung. Also ich kann über die Exchange den BNX dann auch handeln und natürlich auch, wenn die Nachfrage groß ist, dementsprechend Gewinne einfahren. Natürlich auch diese Vote-Token, was ich der Zahlen zählt habe, ist auch noch ein Zusatz für Rätschen. Dann nehmen wir mal her, wie das Ganze funktioniert. Das Staking, das ist 10-jährige Blockbelohnung, also deine Node. Das heißt, Sicherung, Transaktionen, Token, geclocked und gestaked, Belohnung im 5-Sekunden-Takt, wie das sich verhält. Das heißt, kaufe mir jetzt eine Node und die beginnt dann sofort an, BNX zu produzieren, das 10 Jahre lang. Das ist so ausgeklügelt, dass das auf diese 10 Jahre verteilt wird. Je nachdem, nach Gewichtung dieser Node verdient man hier natürlich mehr. Genau. Jetzt nehmen wir mal an, nehmen wir die 10.000 Euro, die Malbork-Node her, dass du ein bisschen sehen kannst, was man da alles machen kann mit so einem 10.000er Node. Wie du gehört hast, habe ich auch noch kleinere Notes. Man kann mit 100 Euro, aber es ist sehr rentiert, sollte man schon ein bisschen größeren Betrag in Betracht ziehen und hier wirklich dann auch eine gute Rentenbasis. Also man kann das für alles verwenden, sich ein gutes passives Einkommen zu generieren. Das heißt, diese 10.000 Malwarknot produziert mir 500.000 BNX-Token im Staking. Das heißt, ich verwende diesen BNX-Preis, diesen 0,02 zur Berechnung. Also das ist momentan dieser Preis, wo hier von der Firma vorgegeben wird. Tägliche Belohnung daraus wären 2087,13 BNX. Was bringen mir die? Das heißt, in einem Jahr hätte ich dann 761.802 BNX gemintet. Das heißt, hat mir diese Node dann diese BNX generiert, ja, genau erwirtschaftet aus aus dieser Blockchain. Das heißt, nach einem Jahr wird das gehalft, das heißt, das ist nicht die Hälfte wert, das wird dann natürlich halving, das heißt, die Verknappung wird dann halbiert und je verknappter wird, je größer wird dieser Preis, also dieser Wert dann zu steigen beginnen. Das heißt, im zweiten Jahr hätte ich dann 380.000, sind natürlich schon bloß sind 1.142.703.000. Zweiten, dritten Jahr wären es 1,3 BNX, 1,3 Millionen im dritten Jahr. Und du natürlich kannst du selber durchrechnen, plus 7 Jahre hast du noch zur Verfügung, was da alles dann erwirtschaftet wird. Genau. Das heißt, die nehmen mal die ran, merkt ihr diese Zahl, diese 1,3 Millionen BNX-Coins, du das sicherst, deine Privatkey, wir machen den Rest. Das heißt, hier gibt es auch diese App, wie ich dir anfangs vorgestellt habe. Hier kann man dann die Coins rüberclaimen auf diese App. Momentan verwenden wir dafür MetaMask. Ist ganz einfach zu installieren und auch diese App, ja, die funktioniert dann nahtlos mit der Blockchain zusammen auf dem Markt. Genau. Ja, jetzt nehmen wir mal an, machen wir einen Vergleich. Es gibt ja schon verschiedene Coins, wo sie das Ähnliche durchgemacht haben. Nehmen wir mal unseren Blackfur-Coin gegenüber dem Cardano. Der wurde 2017 gelauncht. Der ist ungefähr so vergleichbar mit unserem Blackfur-Launch. Das heißt, wir hier sind natürlich gesamt 45 Milliarden Tokens bei Cardano gelistet, also mehr gibt es da nicht. Ähnlich gibt es die bei Blackford, knappe 50 Milliarden BNX, genau gegenüber dem 45 Milliarden. Der Launchpreis ist so ähnlich gestartet, dort ist der Cardano ist mit 0,018 Cent gestartet, unserer mit 0,02 Cent. Das All-Time-Hoch war schon bei 2,72 Euro. Ihr stellt euch mal vor, wenn unser Blackford dasselbe macht wie der Cardano, ja, knappe 5 Jahre. Ne? Das heißt, was hier sich erwarten wird, stellt euch mal vor, rechne mal diese 1, knappe 1,3 Millionen Tokens mal diese 2,72
Weißt du, was du alles da hier bewerkstelligen kannst, nur über den Handel. Genau. Also Wertzuwachs, und wir haben natürlich Anwender. Cardano ist ein reiner Bezahlcoin, und wir haben natürlich auch verschiedene andere Möglichkeiten, weil wir natürlich, Blackford bietet ja verschiedene Anwendungen an über ihre Blockchain. Da werden wir noch sehr viel Freude damit haben und will das andere noch mehr. Genau. Hier das Herzstück, die Fee-Shares, die lebenslange Belohnung über die Gebühren. Das heißt, es fängt dann an, der Block ist irgendwann nach 10 Jahren fertig, der produziert dann keine Tokens mehr oder Coins dementsprechend. Aber die Fee wird immer steigen. Das heißt, je größer die Nachfrage ist, wenn die Tokenisierungsangebote dann laufen, dann sind natürlich diese, wo die Tokenisierungsangebote in Verwendung haben, also machen lassen über Blackford, die brauchen natürlich diese Phoenix-Coin. Und zum das zu bewerkstelligen, zu bezahlen. Ja. Und natürlich, wer hat diese Phoenix-Coins? Unsere Community. Diese 304.000 Nodes, wo am Markt sind, produzieren die. Und je höher die Nachfrage ist, je höher steigt der Preis. Ist immer Nachfrage, Angebot, ist die regelt dann automatisch den Preis. Das heißt, wenn diese ein Tokenisierungsobjekt beginnen möchten, zum Beispiel nehmen wir eine Immobilie her, der möchte eine Immobilie tokenisieren, der braucht jetzt, sagen und schreiben, 10 Millionen BNX, dann bietet er unserer Community an, ich bezahle euch nicht 0,2 Cent, ich gebe euch 10 Cent dafür. Dann kann sich jeder entscheiden, okay, gebe ich die her, ein Teil davon, demjenigen, und er freut sich. Wenn ihm niemand angeht, dann braucht er natürlich ein größeres Angebot zu setzen, weil er braucht ja die dazu. Und das funktioniert dann so richtig cool. Dann ist jeder seine eigene Bank und etc., da muss ich dir nichts weiteres erzählen. Genau. Ja, dann hier der Vergleich. Es gibt 8 verschiedene Nodes. Ich habe sie schon gezeigt. Der kleinste beginnt bei 100 Euro, der größte ist bei 50.000. Man kann maximal 100.000 Euro investieren. Also wenn du 2 Chili-Nodes hast, jeweils 50.000, dann ist fertig. Mehr gibt's nicht. Auch für die ganz großen, also Firmenbeteiligung, also die Firmengründer haben auch nicht mehr. Also die Malbach-Node produziert 100-mal höheren Staking-Anteile, mehrfach täglich ein Leben lang. Genau. Ja, stell dir vor, du beginnst mit 0,2, du startest den Markt, du vergleichst dich im Bitcoin, da hat er auch mal aufbegonnen und mal recht, skaliert dich einmal ein bisschen hoch, was er in 2, 3 Jahren wert sein kann, was man hier alles im Markt dann auch gelistet wird. Auf CoinMarketCap, das habe ich dir gesagt, Exchange Launch kommen soon, also am 11.3. ist es soweit. Und dann freuen wir uns auf diese Riesenentwicklung. Eines kann ich dir so sagen, es gibt schon circa über 28.000 verschiedene Coins. Die haben irgendwann mal so angefangen mit dem Ausrufpreis. Jedenfalls, es gibt keinen einzigen Coins, der unter den Ausrufpreis gefallen ist. Absolut nicht. Jetzt nehmen wir mal ein Szenario an. Angenommen, diese 0,2 Cent, es gibt das erste Mal, dass es das gibt, dass ein Coin, wo gelistet wird, unter dem Marktwert, unser Ausrufpreis runtergefallen ist. Angenommen, der geht 90% runter. Hast du trotzdem noch 15% Rendite gemacht? Sag mal, ein Produkt, wo 15% Rendite im Jahr macht, gibt es nicht. Absolut nicht. Nur in der Kryptowelt. In dem Fall, genau so sollte man hier starten. Dann, es gibt auch den Anti-Well-Mechanismus, habe ich eh schon erzählt. Ja, das heißt, wir haben einen Riegel vorgesetzt. Die Firmenleitung hat sich hier was super einfallen lassen. Die hat ja diese 100 1.000 € Marke, also das Limit festgelegt, dass niemand mehr wie 100.000 € drum fallen diese Spekulanten dann nicht an, es gibt die nicht und wir halten uns den Coins sehr stabil. Weltweit verfügbar, Nodes streng limitiert, also 304.000, mehr gibt's nicht, maximale Dezentralisierung, maximale Verknappung, Data Security ist das Feinste. Genau. Hier sind nochmal die Nodes aufgelistet, deine Nodes, deine Produktion, unsere Expertise. Das heißt, es gibt 8 verschiedene Stück. Hier sieht man auch, was sie dir produzieren, was sie an Gewichtigung halten. 5.000 BNX, der kleinste, der größte 2,5 Millionen bei 50.000 €. Genau. Ja, das Morgen hat schon begonnen, seinen Teil davon. Das wäre ja cool, wenn du hier starten kannst. Also, lass diese Chance dir nicht
entgehen. Sei jetzt auch dabei, weil Bitcoin haben wir alle versäumt, weil jetzt Bitcoin noch einsteigen, der ist sehr risikofroß. Und hier hast du überhaupt fast kein Risiko. Ganz ein kleines Minimales ist immer, ist überall dabei. Kann immer was passieren. Aber hier sind wir auf der sicheren Seite. Und diese Chance, sich an der Blockchain zukünftig zu beteiligen, wirst du nie mehr bekommen. Absolut nie mehr. Genau. Wie kannst du hier starten? First Steps. Also man eröffnet sich einen Account. Der Account ist kostenlos. Man kann sich kostenlos registrieren. Man aktiviert, kauft eine Node, kleinste oder noch mehr. Beginnt mit ca. 500 bis 1000 Dollar. Dann hast du ein sehr gutes passives Einkommen hier geschaffen. Und drittens, teil diese Vision. Empfiehl das weiter und du wirst auch noch vergütet mit einem kleinen. Bei vielen Programmen, also wo man Empfehlungsprogramm, wo man auch da zusätzlich Geld verdienen kann, so wie ich dir gezeigt habe, was ich alles schon gemacht habe. Genau. Dann, Weltmarkt hat geöffnet, Teil von etwas Großem, globalen Expansion, sind über 120 Länder aktiv, Marketing in 20 Sprachen, Bonus und Top Incentives natürlich auch gesichert. Es wird immer was kommen. Es hat im Oktober ein Riesenfest gegeben, da wurde auch dieser Tokenisierungs, also der Listing, Datum genannt. Also sind alle ausgeflickt, dass das so schnell kommt. Und ich bin jetzt wirklich seit Juli bei Blackford dabei und alles wurde eingehalten, was sie gesagt haben und was sie versprochen haben, wurde alles strikt eingehalten. Und seit es Blackford gibt, läuft alles am Schnürchen. Genau. First Mover Advantage vor allen anderen. Unsere Blockchain-Lösung. Die Treibstoff für deine Träume. Sichere Lösung in einer unsicheren Welt. Also, demnächst hier unterhalb in der Beschreibung habe ich die ganzen Links, wo du alles nochmal richtig nachlesen kannst, hinterlegt. Nimm mit mir Verbindung auf, ich zeige dir alles, ich werde dich durch die Registrierung leiten, wie man das alles installiert, wenn man Node kauft, wie man sie claimt und wie alles funktioniert. In einer halben Stunde ist alles erledigt. Sei dabei, hier ganz unterhalb hast du einen Terminkalender von mir, kannst schon einen Termin aussuchen, wähle ihn und wir machen das Weitere. Und in dem Fall sehen wir uns 2024. In dem Fall, tschüss, deine Hans.